Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von natürlich, wer jetzt gedacht, anno 1800, steht natürlich auch nicht überhaupt nirgendwo da. Und ich begrüße euch eben hier. So, wir haben viel zu wenig Leute, aber wir haben natürlich auch im Moment kein Brot so richtig. Die Bäckerei, wir müssen mal gucken, die brauchen eine Minute dafür. Die brauchen 30 Sekunden dafür. Und die brauchen eine Minute 1. Mit einer normalen Produktivität. Das ist okay. Die brauchen ungefähr eine Minute. Die brauchen wiederum eine halbe. Das passt. Jetzt ist aber das im Wege. Die brauchen eine Minute. Das heißt, wir haben genug Leute. Wir müssen eine zweite Bäckerei kaufen. Bauen. Die wird hoffentlich noch das Lager anerkennen, was ich gerade nicht bedacht habe. Was wir dann gleich sehen. Wir brauchen ja 5. Das passt. Also die werden wir auch gleich zusammen haben. Wie schnell sind die? Innerhalb von 30 Sekunden. Die könnte man eigentlich mal runterschrauben. Ne? Das brauchen sie eine Minute. Und sind dafür aber zufriedener. Das ist der Sinn dahinter. Wir sind noch ein Haus nicht gebaut. So. Ich kann Seife. Ich muss Seife herstellen. Schweineproduktion ist. Wachs. Seiderei. Die kommt hier zum Abschluss durch hin. Mal gucken, ob das so geht, wie ich das jetzt geplant habe. Wir brauchen erstmal die Bäckerei. Bin ich doof. Wir brauchen jetzt aber zuerst die Bäckerei. Ich werde jetzt mal ein bisschen vorgespult lassen, glaube ich. 1000 Einwohner. Sehr gut. Haben Sie einen Moment? Jo. Wie wär's mit einer Hand wäscht die andere? Ich hab'n. Bitte eine Aufgabe. Ich weiß das zu schätzen. Schätzchen. Wie sollen Sie hier abholen? Nur ein wenig Beachtung. Mehr braucht's nicht. Koordinaten eingezeichnet. Ach, jetzt müssen wir wahrscheinlich die wegfahren. Das habe ich... Oh. Gib ihnen Suppe und ein Dach über dem Kopf und sie vergeben. Die sind natürlich auch schon relativ weit, oder die Frau? Spielstärke gespeichert. Das ist unser. Fühle ich mich ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht wieso. So. Ach, die hat direkt einen Kanonenturm dann, Turm daneben. Oh, schnell mal vorspulen. Damit wir auch jetzt noch was erleben. Meine Täubchen melden mir nur gute Dinge. Ja, ich nehme mit. Bruder! Wo soll ich das hinliefern? Unbesiedelt? Unbesiedelt? Sie an Clipper. Wo ist Clipper? Ach, der wird hier unten sein. Koordinaten eingezeichnet.
Was du heute kannst, du hältst dein Versprechen. Sehr gut. Ich habe mehr Ruf bei ihr. Gefällt mir. Und dann von mir aber hier zurück. Wir kriegen immer weniger Arbeiter. Woran kann das liegen? Genau, wir haben kein Brot. Wie die Made im Speck. Wobei, Brot ist jetzt voll. Safe ist jetzt nur noch. Kein Lagerhaus? Wo sollen wir den ganzen... Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. Dann machen wir eben hier nochmal so ein Feldweg hin. Stinkender, fauliger Dreck! Genau so, dann machen wir hier nochmal ein Feldweg. Feenware. Achso, Feenware. Okay. Die müssen natürlich das mal holen. Und was der da macht, da wird vielleicht die Ruhe kommen. Kann ich mir gut vorstellen. Uns fehlen Arbeiter. Arbeiter. Arbeiterkraft und zum Bauern Arbeitskraft. So. Ein paar hier ausbauen. Fleisch, alles passt. Das was will ich ja. Haben wir jetzt genug Brot eigentlich da? Kartoffeln nimmt ab. Fisch nimmt ab. Ne, das war mir klar. Bleib stabil. Schnaps müsste eigentlich steigen, mal. Wollen wir die Kartoffeln sinken? Schweine bleiben stabil. Ja, Brot 3, okay. Bleibt stabil, Mehl. Gut, haben wir das schon mal einigermaßen in Ordnung. Baum, Arbeiter, Stahl, Eisenmine und eine Köhlerei. Neues Gebäude freigeschalten. Oh, Polizei. Bier. Weidefarm, Melzerei, Hopfenanlage. Was fehlt denn? Oh, für eine Fruchtbarkeit. Zum Glück wollen sie das nicht unbedingt. Aber Polizei wollen sie auch nie. Bekämpft Aufstände. Das wäre natürlich doch schon eine kleine wichtige Sache hier. Falls die hier nicht hinpasst. Ist auch wieder so eine komische Größe. Da werden wir uns den Spielstand gespeichert. Warum kriege ich was geschenkt von der? Nimmt alles an. Okay, gut. Habe ich jetzt natürlich zwei Polizisten, brauche ich eine andere Frage. Aber wir brauchen Stahl. Deswegen Stahl. Eisenfackel. Der ist am nächsten. Was eigentlich scheiße ist, wenn das am nächsten ist. Eine Pokerei, die brauchen Steine, okay. So.
ordnungshalber soll es einfach mal mit der Stadt verbunden sein. Ich find's schöner, wenn das mit der Stadt verbunden ist. Haben wir ja genug Arbeitskräfte, können wir hier nochmal eine Dings hinbauen. Das immer ausbauen. So. Wir brauchen natürlich auch noch ein Lagerhaus hinbauen. Ach, Segel muss ich auch noch herstellen. Lagerhaus. Aus die bauen das. Okay. Ein bisschen falsch rum, eigentlich sollten sie hier abbauen. Ja, okay. Schöne Kokerei. Und Stahlproduktion nehme ich hier. Alter, das ist ein Ding. Ja, okay, wir haben es eigentlich gerade schon gesehen, aber. Ihr wisst ja, Menzies, Kurzzeitgedächtnis, hoch 4, schwerstkrank. Und wir brauchen jetzt 10 Steine. Okay. So. Arbeiter. Ziegelei. Die könnte man hier hinten trotzdem hinsetzen. Haben jetzt 3 Ziegeleien. Perfekt. So, was sagt die Uhrzeit? Oh, 46, 46. Leute, das riecht nach dem Feierabend. Ich würde einfach mal sagen, wenn euch das ganze Podcast gefallen hat, gebt noch mal oben einen Daumen und schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt, auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal sagt der Mann, was er wollt. Ciao, ciao.